Freunde, herzerfrischendes. Moin, moin, herzlich willkommen. Zurück. Zu einer richtig nice Folge Stardew Valley Town. Nefias. Stardew Valley Town? Das ist ja tatsächlich, weil das jetzt auch auf YouTube läuft. Und zeitgleich auf Twitch. Twitch. So, wenn man auf Twitch steht, kann man dabei sein. Montags, 20.15 Uhr. Und nur auf Twitch. Nur auf Twitch. Freunde, was machen wir jetzt hier? Gießen! Das ist der Tag vor Weihnachten. Was soll denn jetzt noch gegossen werden? Morgen sind bestimmt noch mal Blaubeeren, meine anderen Blaubeeren reif. Ich habe die abwechselnd immer. Und mein Mais muss gegossen werden hier. Der Nefi hat seine Blaubeeren, ne? Ja, bei dir wollen die Leute an deine Erze, bei mir an die Blaubeeren. Also lass mich. Müssen mal ein paar Maschinen bauen, Freunde. Ich muss mal ein paar Maschinen bauen. Dann muss ich auch mal. Was für Maschinen? Stardew Valley Maschinen. Und dann muss ich auch mal gucken, dass ich hier ein bisschen. Noch mal ein bisschen investiere auch wieder in was. Ne? Jetzt, wo der Sommer zu Ende ist. Ich investiere erst wieder im Herbst. Ey. Das Wichtigste ist. Also. Oh fuck, ist aber Freitag. Ah, oh, ja, ja, okay. Was ist denn am Freitag? Nix. Oh, nicht viel. Ich hätte investieren können. Ist PvP oder was? Ist da das Schweinemobil da? Freitags? Mit der seltenen Saat, die du noch nicht gekauft hast damals. Aber es geht noch ein anderer Tag. Und es ist nicht Mittwoch, Chat. Es ist ein anderer Tag. Wie geil darf das Strange sein? Nee, es ist nämlich so ein Geier. Weißt du, in den ersten zwei Aufnahmen, als er noch nicht wusste, dass ich so krass rauscash immer, da war er noch so abwarten, ne? Aber seitdem, PvP. So. Aber ist okay. Ja, ich kann damit leben. Nee, ich kann damit leben. Ich merke mir das halt. Ne? Ich mag es halt, dass ich aus dem Hintergrund gerade zuschlage und auch reincache und du das nicht gemerkt hast die ganze Zeit. Ach, da reincache. Kann einer mal kurz gucken in seinem Stream, wie viel er hat? Also so viel kann das nicht sein. Wie viel hast du? Du hast bestimmt eine 2 vorne stehen. Ich habe 21.000. Ich habe 11.000. 11.000? Aber ich habe auch gestern investiert. Ich hätte mehr. Was? Koks? Nee. Eine bessere Waffe, damit ich die Minen weitermachen kann. In das Piratenschwert? Nein, in ein besseres Schwert als das dumme Piratenschwert. Hey. Hey. Piratenschwert ist nicht dumm. Da ist er, der Pilz meiner Begierde. Der lilane Pilz, den braucht man, glaube ich, auch noch. Samstag erst. Mal hatten wir noch drüber gesprochen, was ich alles brauche. Dafür. Jetzt müssen wir mal gucken. Wo ist das? Habe ich nicht. Wo sind die? Sind die hier? Oh nein. Da. Gehen wir mal los. Mal gucken, ob das reicht. Hätte ich mir doch bloß das Telefon gekauft, dann hätte ich nämlich da anrufen können. Ja, dafür ist das praktisch. Nehme ich mit. Was ist das Telefon? Das Telefon? Ja. Hat das Telefon gekommen? Wann ist denn das Projekt eigentlich dazu gekippt, dass es nicht mehr wir zwei gegen den Rest der Welt ist, sondern wir beide gegeneinander? Wie wann? Seit Folge 1? Ja. Nein, Spaß. Sehe ich auch jetzt. Sehe ich nie ein. Das sehe ich nicht ein. Ich dachte, wir spielen hier zusammen. Ja, machen wir doch. Teilen alles brüderlich. Ja, die Reusen sind immer noch in meiner Kiste. Ich habe sie noch nicht benutzt. Wie richtige Brosinskis, weißt du? Broskis heißt das, nicht Brosinskis. Broskis. Aber scheinbar
brauche Bomben. Lol. Okay. Lucky. Lol. Ich bereue es, das Schwert gekauft zu haben. Ich sehe es schon im Chat. Nein. Dann will ich wieder zurücklaufen. Kauf mir doch das Telefon. Ich bin der Telefonmann. Wieso war zu? Nee. Aber hab eine Ressource vergessen. Dachte, ich kaufe uns jetzt ein Silo. Oh. Ja, ich habe auch schon wegen Hühnerstall geguckt, aber ich hatte noch nicht genug Holz, glaube ich. Die Verfechter der Kaffeetasse. Die Bewahrer der Panda-Bären. Was? Das hat Lars geschrieben. Was heißt denn... Was hast du gerade gesagt? Dass ich nach Hühnerstall geguckt habe. Ach so. Hat nicht gekauft. Nee, ich hatte nicht genug Holz. Und ich hatte die Materialien nicht dabei. Ich habe nur geguckt, was er kostet. Viel Geld. Robin, die nimmt's nämlich. Robin ist ganz schön. Robin wirkt fast so, als Robin sich auch mal Essen kaufen will. Ey, ganz schön dreist. Demetrius kriegt mit durch seine Forschung kriegt er nicht genug. Oh, der Feuerquarz ist auch. Oh Gott. Bist du in der Mine? Wir brauchen unbedingt das Pferd, weil das hier, das geht mir so offen. So offen, auf den Nerv. So, Robin. Könnte es auch oben rumgehen. Ist das oben rum schneller? Was denn? Zu Robin? Ja. Ja. Auf jeden Fall. Ich bin gerne im Dorf. So, wo möchtest du das Silo hinhaben? Gibt's da... Das können wir jederzeit umstellen, wenn es da Streitigkeiten gibt. Von daher. Präferenzen oder? Das ist mir voll egal. Bitte nicht vor meiner Haustür, sonst ist alles cool. Ist doch eh egal mit dem Silo, ne? Wo das steht, ja. Weil das überall erreichbar ist, ne? Mhm. Aber es sieht halt auch cool aus. Geht so. Krieg ich Nefi das nicht, nehme ich das. Siehste, und schon ärgere ich mich, das Schwert gekauft zu haben, Chat. Morgen ist das erst fertig. Wie arbeitet Robin denn? Die hält jetzt erstmal wieder Feierabend? Ey, was ist denn das für ein Spiel? Keiner will hier arbeiten. Bin ich dann hier der Einzige, der hier richtig Hofarbeit betreibt? Ich hätte auch wieder oben rumgehen können. Ich möchte Gorus abkaufen. Oh, meint ihr? Aber wir sagen einfach nicht, dass Gorus ein Gratisschwert haben könnte, oder? Und verkaufen unseres für 5000 weiter. Gut, dass man das Geld nicht aus dem Inventar ziehen kann, sonst hätte ich es versucht. Hättest du nicht. Du hättest das gekauft und dann mir wieder zugeworfen. Morgen ist Sonntag. Stimmt, so hätte ich das gemacht. Ja. Das ist was anderes. Egal, wir haben einen Meilenstein erreicht, Chat. Können raus. Ist das der, warst du ganz unten? Nein. Aber Stufe 90 habe ich. Oh Gott! Fast wieder verreckt, Alter. Ist hier noch was Cooles? Nö. Morgen ist Sonntag. Morgen ist auch der letzte Tag des Sommers. Und es war Sommer. Und das heißt, dann ist der Herbst. Der Herbst. Veronika, der Lenz ist da. Nee, warte mal. Ey, die Kinder gehören ins Bett, Penny. Was machst du hier? Ich muss noch mit Haley quatschen. Ha, Tür auf. Schmeißt die einen raus um 8? Ich hab auch schon wieder 4 Tage nicht mit Lea geredet. So.
Oh, fuck. Und im Herbst wird richtig Ding reingecashed. Richtig reingecashed. Und dann wird rausgecashed direkt danach. Dicke Investment-Tipps hier. Uff. Gibt's auf den Nacken drauf. Goro! Was denn? Die Lore ist fertig. Die Lore? Ach so. Nice. Nice. Sommer ist, was in deinem Kopf passiert. Das stimmt. Der Grenzbuddha. Der ist aber cool. Und jetzt noch den Tresor. Ja, den Tresor mache ich ja schon. Goro fühlt sich schlecht, weil ich das schon dreimal reingecasht habe. Ja, ich mache den Tresor ja schon fertig. Wie viel Geld kostet denn der Tresor noch? Können wir uns beide nicht leisten. 25.000, ja, das war ja fast. 10.000 kann ich mir leisten. Bist du da? Nein. Ich ruf da an im Gemeindehaus. Und überweis. Ja, 35.000 bis wir noch investieren. Auf Nachname. 35.000? Hm. Ist auch heftig viel, ne? Gut, so sind die halt im Pelican Town. Die sind halt so krass. Ja, dafür, dass du das Geld nicht in Joja reinputterst, butterst du das in so ein doofes Gebäude. Lächerlich. Lächerlich. Geht gar nicht, Alter. Geht gar nicht. So, was war jetzt hier nochmal? Haben wir schon drüber gesprochen? Was? Da ist er nicht fest, den höre ich doch schon. Vom Weiten. Haben wir schon drüber gesprochen, was für Wetter morgen ist? Morgen wird es klar und sonnig, perfektes Wetter für das Tanz der Mondlichtquallen. Die Festivalaktivitäten finden am Strand, Beginn zwischen 22 und 0 Uhr. Nee, Finn. Sei rechtzeitig. Okay, wenn du das sagst. Und dann tanzen wir beide ins Mondlicht, du und ich. Es wird spät, Nefi. Ja, entspann dich. Weil Pogisnacht hier mit Nefias und Gorobai. Tanzen wir auf dem Blocksberg, du und ich. Endlich Lichter. Ach, Mensch. Die machen eine Party, wa? Mhm. So, nochmal rausgecashed hier am vorletzten Tag. Reingecashed, nicht rausgecashed. So, Grenze, haut erstmal wieder rein. Haust du rein, Grenze. Cool, dass du vorbeigeschaut hast. Ne, denk dran. Weiß ich nicht, an was du denken sollst. Aber denk dran. Denk dran. Denk dran, Grenz. Nelgan ist da. Hallo, Nelgan. Heute Nacht um 22 Uhr wird etwas Wunderschönes passieren. Die Mondlichtquallen. Ach ja, die sind ja auch da. Habe ich doch gerade eben schon mal vorgelesen. Du hörst mir auch nie zu. Keine Blaubeeren mehr gehabt. Ich schon. Das ist belastend. Schon komisch, schon weiß, dass Goro mir die Strange Sheets geklaut hat. Ja, der braucht er auch mal aus seinem Leben, ne? Hä? Hab ich doch gar nicht. Ich hab die käuflich erworben. I grant it. Ich hab 3 goldene Mais. Okay, nice, ja, dann haben wir genug.
Denn Mais ist nice. Na, 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 na. Mais ist nice. Na, 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 na. Nifi nice. Na, 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 na. Ich glaube, den gieße ich jetzt nicht mehr, ne? Die Dummheit im Chat, Dennis, habe ich übrigens schon nach dem ersten Satz gelesen. Die sind ja eh kaputt gelesen gleich. Und wusste schon, was kommt. Und es ist einfach so billig. Bitte? Was hast du gesagt? Ich sag, die Blaubeeren, die gieße ich jetzt nicht. Doch. Die werden morgen bestimmt noch mal reif, Goro. Morgen ist der erste Tag des Sommers. Das sind die. Das Sommer, ja, siehst du, im Sommer geht doch klar. Des Herbstes. Vom Herbst. Wo war jetzt der Mais nochmal? Hier. Ach, du hast drei? Ich hab drei. Mist, ich hab nur einen. Ja, dann reicht das nicht. Aber ist ja Herbst, die wachsen noch. Das stimmt. Das stimmt. So, Robin baut hier das. Oh, ist das eigentlich smart, das dahin zu bauen, wenn mein Haus vergrößert wird? Das wird von außen nicht größer. Ach so. Das ist ein schwarzes Loch, das wird nur innerlich größer. Wie macht Robin das denn? Weiß ich auch nicht. Weiß Robin das denn selbst, wie man das macht? Ja, die baut da schwarze Löcher ein, keine Ahnung. Krasse Geschichte. Hexerei! Den Scheiterhaufen mit ihr. Ach, fuck. William ist eine Hexe. Komm, Chat, gut, dass ich nicht alle Pilze rausgenommen habe heute. Heute geht er mal in die Höhle gucken. Hä? Ich bin jeden Tag drin. das bezweifle ich. Ey, dann muss der Chat ja mal wohl jetzt einmal richtig so stellen. Oft 6 Pilze da rausgenommen. Ey, ich habe am Anfang des Streams auch 6 Pilze rausgenommen. Man muss der Chat ja mal kurz bestätigen, dass das wirklich stimmt, ja. Nee, an einem Abend hattest du das nicht. Chat. Und wenn man das nicht gesehen hat, Ausrufezeichen Multi. Damit man alles sehen kann. Auch die dunklen Machenschaften von der Nephias. Ein dummes Herz bei Mani, ne? Es ist halt echt absolut Kotzen ist das. Goro macht es immer, wenn er dran denkt. Ganz genau. Nephias. Brauchen wir Flusskrebse? Ich glaube, die Dinger für die Krebs. Fürs Krebszeug haben wir alles. Ja. Okay. Brauchen noch richtige Fische? Richtige Dann brauchen wir Fische? Die ganze. Ja, so was weiß ich, die mit dem Winterfisch und so ein Kram hier. Du weißt. Das Getier. Ja, ich fühle mich auch gescampt, Dennis. Oh, ein Zug! Drehtau. Zug! Muss zu Gunther, hau rein. Willst du dich zum Zug? Nee. Loote du den Zug. Vielleicht hast du Glück und es fällt was Gutes raus. Vielleicht verliert er bei dir nicht nur Holz und Kohle, sondern was Cooles. Ah, wie schnell muss ich denn da sein überhaupt? Der ist einige Zeit da. Der Hype-Train rollt durchs Tal. Ich glaube, ich träume. Denke auch. Der Zug. Mutti. Hallo, Alter. Wann lässt der Zug denn was fallen? Da sind bestimmte Waggons. Dann siehst du auch oben drin, was drin ist eigentlich. Dann gibt es noch einen Holzwagen, dann fällt da Holz raus. Hier ist eine Stadt drauf. Fällt da eine Stadt runter?
ganz Pelican Town. Fällt ein Meteorit auf die Stadt. Geil. Ja, hier ist jetzt erstmal nichts passiert. Ich hab's heute. Ach, heute Nacht? Ist heute Nacht der? Oder ist der. Nee, heute ist der, oder? Oder ist der Morgenabend, der. Das ist der Feiertag? Nee, der ist heute. Der ist heute? Ja. Ist nix. Nix gefallen. Ziemlich. Können wir uns für den Feiertag abmelden? Da gibt's eh nichts. Der ist aber schön. Gab's überhaupt einen Stand zum Sachen kaufen? Kannst du bestimmt eine Vogelscheuche kommen. Geh ich mal von aus. Vogelscheuche. So, wo war Hayley jetzt? Ist sie am Strand? Bist du am Strand? Die Stände gibt es neuerdings auf jedem Stadtfest. Ist mich? Ich? Ja? Ich weiß nicht, wo Ellie ist. Muss doch wissen. Was weiß ich, wo deine Alte ist? Ich weiß nicht mal, wo meine ist. Glaubst du, wagst dich mal an Multitwitch ran? Da drückt man einfach nur auf den Link und dann ist man da. Da ist Hayley. Er musste die ganze Höhle umbuddeln, Chat, damit ich die scheiß Leiter finde, ey. Was soll mit dir reden? Wird Zeit für Hasen. Hasenfote ins Inventar, gibt mir Glück. Ah, die heutige Veranstaltung wird vorbereitet, na Mensch. Das ist ja mal. Hm. Multi-Twitch Beste. Beste. Es ist halt gut, wenn man nicht. Also, wenn ich jetzt Partner wäre, könnten wir das ja auf Twitch machen. Ne? Mhm. Dann könnte man dieses. Wie heißt das noch? Squad-Stream? Bin ich aber nicht. Deswegen Multi-Twitch. Aber Multitwitch kann im Prinzip dasselbe. So von eben, daher. Es ist same shit, du hast keinen Vorteil dadurch. Bei Squad-Streaming musst du auch erst auf den Button klicken, damit sich das öffnet. Ja. Musst du wohl öfter spielen. Tja, muss ich wohl machen. Ihr müsst einfach öfter da sein. Chat, jetzt habe ich schon zwei Waffen, die ich Goro verkaufen kann. Meint ihr, der kauft ihr? Achso, Multitwitch ist der Beste und dann mit den besten Entertainern. Ja, das ist okay. Bisschen Kotze. Bisschen Kotze hochgekommen gerade. Wieso das denn? Aber Multitwitch zählt die Views nicht richtig. Das kann sein. Aber in meinem Dashboard sehe ich, wenn welche von Multitwitch kommen. Normalerweise bist du hier und ich bin nicht da. Jeden Montag und Donnerstag, Freunde. Ich benenne die Waffen alle im Piratensäbel um, dann kauft Goro die auch alle. Ich habe das Obsidian-Schwert, warum sollte ich einen Piratensäbel haben? Hörst du? Weil Piratensäbel cooler ist. Weil du dann ein Pirat bist. Oh, das natürlich jetzt. Das ist natürlich ein Da ist er! Wo gibt's denn jetzt den Piratensäbel? Mir wurde der Piratensäbel versprochen, Nefias. Wo ist denn der? In meiner Tasche. Das klingt jetzt falsch, aber es ist wenigstens so. Okay, soll ich da selber reingreifen oder machst du das? Musst du aufpassen, dass du dich nicht schneidest. Ich erinnere mich mal daran, dass wir es ausprobieren müssen, wenn wir die Mine verlassen. Kann ich machen. Und schreibe, wenn du die Leiter findest. Müssen auch noch zu dem Fest, ne?
Das hat jetzt angefangen. Scheiße. Aber eine Ebene noch, dann haben wir 95. Eine Ebene noch, dann können wir den Fahrstuhl benutzen. Eben. Bescheid. Goddammit. Kann man mit dem Kart da hinfahren? Bushaltestelle, Stadt, Stadt. Ab in die Stadt. Muss man was ausprobieren. Nee, wie? Keine Zeit jetzt, um was auszuprobieren. Nice. Genau, mach einfach die Notifications an. Dann kannst du ja wohl sehen, dass ich zweimal die Woche streame. Mindestens zweimal die Woche. Letzte Woche habe ich dreimal gestreamt. Und das ziehe ich schon durch seit fast 4 Wochen jetzt. Zadei, du. Zadei hat eh schon verlobt. Notifications habe ich nie an. Da macht die mal an jetzt. Wirst es nicht bereuen. Nee, für das Fest ist da. Darf ich deine Hand halten? Ich rede jetzt nur mit den Leuten, die ich mag. Mani, der Bürgermeister, Willy, die Freundin von Nefias. Shop hat nur Müll. Ja, ja, ich cash da jetzt erstmal rein. Der hat wirklich nur Müll. Mit Clint rede ich nicht. Das ist so eine Abneigung, die ich gegen Clint habe. Mit dem rede ich halt nicht. Der steht da drauf, wenn du eine Abneigung zeigst. Der mag das Unerreichbare. Das ist halt wirklich so ein Problem von mir. Dieses sich sträuben, das findet er gut, ne? Das mag der. Aber ja, ich habe mittlerweile öfter gestreamt. Also für die Leute, die das noch nicht wussten. Sind die anderen hinten noch, oder? Über die Brücke, ja. Wenn nicht mal Toilettenpapier haben die, ja. Ich kaufe dem Nefias halt mal einen modernen Teppich jetzt. Nee. Den Pudding? Boah, der Pudding wäre schon geil, aber 5000 wollte ich dafür nicht ausgeben. Investiere ich für dich. Aber nur, wenn du mit mir beim nächsten Festival wieder tanzt. Du, bis dahin habe ich, glaube ich, Lea schon in der Hand. Wie viele Herzen hast du denn bei der? Bis zu dem scheiß Frühlingsfest habe ich die ja wohl ready. Man braucht 4 Herzen fürs Frühlingsfest. Habe ich. Okay. Steht da oben noch einer oder sind die... Ja, da ist noch so ein Stalker. Ach, da ist ja Lea. Notifications immer an. Und wisch es weg, wenn es uninteressant ist. Ja, aber... Oh, Livestreams von und mit Guru bei Nefias sind nie uninteressant. Ich sag's bloß. Hä? Habe ich nicht schon mit denen gesprochen? So, ich glaube, ich habe mit allen gesprochen, Nefi. Ich auch. Ich glaube, wir können starten. Ja. Kannst anmachen jetzt. Kann ich nicht, du musst es machen. Wieso? Weil du Host bist. Tja. Quatsch, ich mal mit Bürgermeister. Hast du mit dem Bürgermeister schon gesprochen? Mhm. Okay. Soll ich das Boot jetzt losschicken? Mhm. Das kannst du mit Ausrufezeichen dabei, glaube ich, machen. Ich followed. Also vorausgesetzt, der Nightbot ist da, der hat schon... Ah, guck mal, hat das Kind da reingeschubst. Guck mal, so Reusen hier vorne. Die zerstören die Deko überhaupt nicht hier. Die hätten die ruhig mal wegräumen können jetzt. Und kriegen wir die Special-Qualle? Stimmt nicht. Ich meine, wir kriegen nur 2 Stück. Oh, wir. Oh, nee, doch, da kommen sie. Okay, ich dachte schon. Ich wollte gerade sagen, sind wir schlechte Menschen gewesen? Und wenn man Glück hat, kommt eine Special-Qualle. Aber ich glaube, die kriegen wir nicht. Die ist schon. Die ist nicht dabei. Ja.
Kleine kriegen wir. Hm. Ach doch, da ist sie. Wo ist sie denn? Da unten. Ach da. Die kommt nicht immer, ne? Die kommt random, glaube ich. Die will meine Reuse. Die fangen wir. Und dann geben wir die ab. Fürs Community aus. Das ist schon lange her. Bei Nefi sieht man viel mehr als bei mir. Ja, Nefi hat auch so weit rausgezoomt. Ich bin noch mehr. Das, ich auch. Ich habe das noch nicht gemacht, weil das mega nervig ist. Das Leuchten des Sommers ist jetzt. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass die eine Qualle, die kann anders sein. Und die Mondlichtquallen führen ihren Weg in das weite, unbekannte Fort. War das schön. Witzig, ne? Wir waren um 1 Uhr da, aber jetzt ist 0 Uhr. Ah, ganz schön lange rumgepimmelt, ja. Wir sind in der Zeit zurückgereist. Ja, vielleicht ist jetzt schon Herbst gerade. Ah, warte mal, müssen wir irgendwas abgeben hier? Habe ich noch irgendwas? Ich bin auch gerade noch mal im Inventar ausräumen, jetzt ist es eh schon so spät. Ich habe hier einen violetten Pilz in Gold, der gibt 225 Energie. Den soll ich vielleicht nicht verkaufen, wa? Das hier für richtig harte Minen-Action. Also ich kann hier auch rauszoomen. 1, 2, 3, 4, 5. Da sieht man auch so viel, aber das ist halt mega nervig. Ist es für die auch. Aufnahme. Nefi hat jetzt einen 4K-Monitor. Tja. Ja, Stardew Valley ist halt für 4K nicht ausgelegt. Was soll ich machen? Das ist halt so. Und wenn ihr auch möchtet, dass ich einen 4K-Monitor kriege, dann lasst ihr jetzt ein Like da. Nee, von Likes kannst du dir Sachen kaufen, dann will ich auch Likes. Auf YouTube? Da liked man. Ist wichtig. Da liked ihr. Und wir sehen uns dann auf YouTube. In der nächsten Folge wieder, weil das ist ja ein Live-Let's Play tatsächlich. Ja. Warte, letzte Frage, Chat. Ob wir die Aufnahme beenden. Minenarbeiter oder Geologe? Was will man? Minenarbeiter wahrscheinlich, ne? Das ist schwierig. Was kriegt denn der Geologe? Was ist denn der Vorteil? Edelsteine tauchen öfter auf. Ich glaube, man will immer ein Erz mehr pro Vene, ne? Ich glaube, das willst du haben. Ich glaube, du willst die Erze haben. Werde jetzt YouTube-Mitglied. Man kann hier auch abonnieren, tatsächlich. Auf YouTube. Aber ist abonnieren kostenlos. Auf Twitch nicht. Auf Twitch ist Folgen kostenlos. Zadae, bei mir ist es nicht dabei. Bei mir ist es Ausrufezeichen Follow. Der Gorobai hat nur Ausrufezeichen dabei, weil er deutsch sein will. Tschüss, bis zum nächsten Mal auf YouTube. Ciao. Tschüss.